Der muss doch irgendwo gespawnt sein. Irgendwo, wo es zu dunkel ist. Hui. Das war jetzt aber schon mal was. Also ich musste doch mit F3 gucken. Nochmal alles ganz genau ausleuchten dann. Erstmal machen wir das Eisen. Da können wir 8 drin machen. Und dann gehe ich mal. Dann mache ich mal von dem Rest oder von der Hälfte erstmal Fackeln. Okay. Naja. Ah, schöner Ausblick hier. Sogar auf Endermänner. So, und jetzt muss ich mal schauen. So, und jetzt haben wir nämlich das nicht das Verschärfte. Ja, jetzt habe ich mein Leben ja wieder reingeholt durch Essen. Und die eigentliche Sache war ja vorher gewesen, dass wir eigentlich ja verabredet hatten, das so zu machen, dass man nicht, dass man das verschärfte Survival oder das verschärfte, wie heißt das, verschärfte Version spielen sollte, aber da bin ich ja gestorben, respektive ich hatte die ja gar nicht gebraucht, ich wäre auch so gestorben, aber jetzt im Nachhinein habe ich gedacht, dann machst du doch lieber die etwas gemilderte Version. Ich meine, wenn ich jetzt tot wäre, wäre ich auch tot, ne? Und ob der jetzt magst dir noch oder nicht? So, wir haben das Feldbad voll. F3. Also, ja, ich muss jetzt auf Block gucken da. Block, da sind wir hier bei. Block, 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 Block. 12, 10. Hier ist 11. Hier ist Block 9. Huch, ich dachte, da kommt einer rein. Das war ich selber. So, was haben wir hier? Hier mal Block 10. Wo ist denn der gespawnt? So, 13, 12, dann muss der hier unten irgendwo. Entweder ist er weiter unten gespawnt hochgelaufen und hat mich gesucht. So, Block 12, 12, 12, 14, 14, 13, 12. Oder der ist hier gespawnt, das kann nicht sein. Hier könnte es sein. Hier ist eigentlich aber auch hell genug. Oder irgendwo hier auf dem Gang. Oder in irgendeiner Kammer, die ich dann zwischenzeitlich mal. Das ist doch aber eigentlich alles. Hier ist er nicht gespawnt, dann wäre mir ja hinterher gekommen. Wie, das hätte auch ein Creeper sein können, nicht? Das ist natürlich, oder eine Hexe oder was. Also man muss schon aufpassen. Oder ich muss alles mit Halbsteinen auslegen unten. Dann passiert das nicht. Hier können sie nicht spawnen, das ist zu. So, das muss dann hier, vielleicht ist er hier hochgesprungen. Das kann natürlich noch sein, da ist ja so eine Treppenstufe. Ist er da vielleicht durchgekommen hier? Das könnte auch sein. Habe ich noch Korbel? Ja, den machen wir hier mal so zu, dass er da nicht durch kann. Außer, da könnten jetzt so Mini-Monster noch durch. Es ist alles gefährlich. Den mache ich immer ganz zu.
So, da können die Minion-Monster auch nicht rüberspringen. Denke ich doch. Ne, da ist eine. So, da kommen sie nicht durch. Aber jetzt müsste es ja sicher sein. So, was haben wir hier noch in dieser Kammer? Da ist auch nicht so niedrig. Boah. Okay. Gucken wir mal nach dem Eisen. So, 8 Eisen wieder. Jetzt noch mal das Ganze. Ach so, da kann ich ja sogar 2 machen. Das ist ja schon mal gut. Die kann ich auch stapeln. Okay, wenn ich jetzt Papier hätte. Ja, können wir uns machen, zumindest ein. Mal sehen, wie viel dabei rauskommen. So. 5 mal 3 sind 15. Es ist genau einer zu wenig. Vielleicht holen wir uns noch draußen irgendwie so ein bisschen was an Zuckerrohr. Irgendwo gibt es ja bestimmt noch Zuckerrohr. Fahren wir mal um diese Ecke rum. Vielleicht ist ja hinten noch was, was ich übersehen habe. Hier ist auch so ein Durchgang. Hey, das ist natürlich auch gefährlich. Aber sieht irgendwie schön aus. So eine Insel wäre sowieso auch schön als Startpunkt, ja. Könnte man sich also richtig was Tolles draus bauen. Auch im Creative. Das wäre überhaupt die Idee. Auch ihr blöden Delfine oder wer ihr immer seid da. Oder Schildkröten. Ja, hatte ich denn hier alles abgeerntet an Zuckerrohr? Sieht so aus. Da muss ich ja doch warten, bis das Zuckerrohr nachwächst bei mir. So, wie sieht es denn überhaupt auf meiner Bauminsel aus? Da sind wieder Bäume nachgewachsen, nicht? Wenn das war doch die, oder? Nee, die war es nicht, sondern die muss hier links gewesen sein. Da hinten ist sie. Ja, jetzt ist es ein bisschen spät zum Hacken. Wo ist meine Unterkunft? Ah, irgendwie ein paar Ladefehler. Ja, das ist natürlich auch blöd. So. Fahren wir mal hier hin. Wieso ist die Tür offen? Bitteschön.
Wer hat die Tür aufgemacht? Kann ja wohl nicht sein. So, dann machen wir jetzt mal hier zumindest mal eine Karte wieder. Und die nehmen wir uns dann morgen vor. Und laufen dann auf der Insel herum. Wenn ich mir gleich mal die mitnehmen. Zack. Das Bötchen da oben hin.